Herzlich willkommen, Frau Dr. Witzel, Herr Professor Schmidt. Das AGO 2022 Meeting ist vorbei, wo die neuen Leitlinien vorgestellt wurden. Und wir sprechen heute über die antihormonelle Therapie und zielgerichtete Therapie beim metastasierten Brustkrebs. Frau Dr. Witzel, was empfiehlt die AGO Mama, die Arbeitsgemeinschaft gynäkologischer Onkologen, bei dem metastasierten Brustkrebs, der Hormonrezeptor positiv ist? Ja, also es hat sich in der Therapie des Hormonrezeptor positiven HER2-negativen metastasierten Mammakarzinoms ganz klar der Einsatz von CDK4/6-Inhibitoren etabliert, zusammen mit einer endokrinen Therapie, Antihormontablette. Es kann ein Aromatasehemmer sein oder eben Fulvestrant. Und CDK4/6-Inhibitoren sind eigentlich seit der Zulassung von vor einigen Jahren fester Bestandteil geworden und sind in der Erstlinienbehandlung, also wenn man die erste Therapie in der metastasierten Situation einsetzt, ganz klar von Vorteil im Hinblick auf das progressionsfreie Überleben, also wie schnell die Erkrankung voranschreitet. Man weiß, durch den Einsatz lässt sich das Voranschreiten im Median, also bei 50% der Patientinnen, um fast ein Jahr verlangsamen. Und auch das Gesamtüberleben lässt sich verlängern. Und auch die Zeit bis zum Einsatz der ersten Chemotherapie. Also ganz klar, CDK4/6-Inhibitoren haben dazu geführt, dass sich die Situation der Patientinnen verbessert hat. Wie schaut es denn aus? Gibt es einen Unterschied in der Behandlung von Frauen vor den Wechseljahren und Frauen nach den Wechseljahren? Die meisten Studien, auf die wir uns natürlich beziehen, sind bei Frauen nach den Wechseljahren durchgeführt worden. Aber wir gehen ganz fest davon aus, dass die Behandlung identisch durchgeführt werden kann, auch bei Frauen vor den Wechseljahren, wenn man sie durch meistens eine Spritze, die man einmal im Monat oder alle 3 Monate gibt, quasi in die Wechseljahre versetzt. Das heißt also, die Eierstöcke. Man stellt die Eierstöcke ruhig, genau, mit einer Spritze. Super. Wie schaut es denn mit Nebenwirkungen der CDK4/6-Inhibitoren aus? Sind die einigermaßen verträglich? Ja, also natürlich verglichen mit einer Chemotherapie, würde sagen, deutlich besser verträglich. Sie machen natürlich Nebenwirkungen, ganz klar. Gerade auch Blutbildveränderungen können eintreten. Es hängt natürlich immer auch ab, welchen CDK4/6-Inhibitor man nimmt. Es gibt 3 verschiedene, die zugelassen sind und machen eben Blutbildveränderungen oder können auch Durchfälle machen. Einer dieser Medikamente kann eben auch Durchfälle machen. Darüber muss man die Patientinnen aufklären. Man muss regelmäßige Kontrollen machen, mehr Kontrollen als unter der reinen Antihormontablette. Aber die meisten Frauen können wirklich ihrer Berufstätigkeit, es sind ja viele Frauen auch wirklich noch berufstätig oder müssen irgendwie sozial funktionieren, können dem noch nachgehen unter dieser Behandlung. Gibt es denn Ausnahmen, wo Frauen, obwohl Hormonrezeptor positiv, als Ersttherapie eine Chemotherapie bekommen müssen? Das sind tatsächlich nur ganz, ganz wenige Fälle. Also da wird genannt die viszerale Krise. Also das heißt, wenn ein Organ so lebensbedrohlich mit Krebszellen befallen ist, dass man ganz, ganz schnell ein Ansprechen braucht. Das ist wirklich sehr selten der Fall. Oder wenn zum Beispiel das Knochenmark betroffen ist und dadurch die Blutbildung stark eingeschränkt ist. Aber das sind wirklich, also ja, wenige Frauen, bei denen sowas dann notwendig ist. Also CDK4/6-Inhibitoren in Kombination mit einer weiteren antihormonellen Therapie sind einfach der Standard jetzt. Genau, und es sind der Standard geblieben und genau. Die Frage ist eher so, was macht man, wenn die Erkrankung doch voranschreitet? Das beschäftigt uns.
Also das ist eine wunderbare Überleitung zu Herrn Professor Schmidt. Herr Professor Schmidt, wie schaut es denn aus, wenn die Therapie mit CDK4/6-Inhibitor und antihormoneller Therapie beim hormonrezeptorpositiven Brustkrebs nicht mehr funktioniert? Frau Heidinger, das ist eine wichtige Frage. Ich meine, Frau Professor Witzel hat es ja eben schon angekündigt, dass die CDK4/6-Inhibitoren uns auf ein völlig neues Level gehoben haben mit noch nie vorher dagewesenen Verlängerungen auch der Überlebenszeit, was ja zentral ist. Nichtsdestotrotz müssen wir davon ausgehen, dass es immer noch eine chronische Behandlungssituation ist und dass die Patienten, die meisten Patienten früher oder später einen Progress erleben werden. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir in der Situation? Ich denke schon, wenn es die Situation erlaubt und in den meisten Fällen ist es so, dass wir zunächst mal um eine Chemotherapie drumherum kommen können, wäre so ein nächster logischer Schritt, dass man eine andere endokrine Therapie mit einem mTOR-Inhibitor kombiniert, Everolimus zum Beispiel. Gibt eine weitere Möglichkeit bei Patienten, die eine sogenannte PIK3CA-Mutation aufweisen. Das kann man im Tumor oder auch mittlerweile im Blut der Patienten letztendlich testen. Da könnte man, das ist zugelassen in Europa, Alpilisib, das ist ein PIK3CA-Inhibitor, einsetzen. Allerdings, und das ist das Caveat hier in diesem Kontext, ist dieses Medikament derzeit nicht auf dem deutschen Markt verfügbar. Des Weiteren kann man natürlich überlegen, dass man früher oder später auch auf eine Chemotherapie umstellen müsste. Zumeist würde man dann eine Monochemotherapie nehmen, da es ja in der chronischen Behandlungssituation nicht zuletzt um Lebensqualität für die Patientin geht, bei guter Krankheitskontrolle. Eine weitere Option, aber das würde ich, wenn möglich, nur im Rahmen von klinischen Studien durchführen, ist zu überlegen, wenn die Patientin initial auf einen CDK4/6-Inhibitor gut angesprochen hatte, dann nochmal eine Reinduktion mit einem CDK4/6-Inhibitor zu machen. Allerdings nur unter Studienbedingungen sollte dies durchgeführt werden. Dafür gibt es derzeit keine Zulassung. Unterm Strich schaffen wir es doch häufig für viele Jahre, Patienten endokrin bzw. endokrin-basiert antihormonell zu behandeln und dadurch die Erkrankung mit vergleichsweise wenigen Belastungen für die Patienten zu kontrollieren. Ja, gute Nachrichten, dass sich da wirklich so viel getan hat, was sehr erfreulich ist für die Patienten, vor allem auch eben, sagen wir mal, von den CDK4/6-Inhibitoren bereits also auch ein Überlebensvorteil zu sehen ist, was ja sonst immer sehr lange dauert bei der also antihormonellen Therapie, bis man solche Effekte sieht. Insofern sehr schön. Vor allem nach den langen Diskussionen, die es eingangs gab zu dieser Medikamentengruppe, ist das sehr erfreulich, oder? Das ist völlig richtig und wir waren ja als Organkommission auch durchaus involviert bei den Verfahren und Anhörungen beim gemeinsamen Bundesausschuss und es waren gerade am Anfang bei den ersten Verfahren sehr kritische Diskussionen, weil am Anfang natürlich nur eine Verlängerung, nur in Anführungszeichen muss man sagen, eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens festgestellt werden konnte. Aber mittlerweile haben wir doch auch sehr klare Hinweise und Beweise der Verlängerung des Gesamtüberlebens. Und daher bin ich völlig bei Frau Professor Witzel, CDK4/6-Inhibitoren sind mittlerweile Standard beim fortgeschrittenen Mammakarzinom. Man sollte sicherlich so früh wie möglich reingehen, deswegen nach Möglichkeit in der ersten Linie die Patienten damit zu behandeln. Vielleicht noch
wenn ich das erwähnen darf, eine weitere Option, die man sich durchaus überlegen kann, wenn die Patienten nicht nur hormonrezeptorpositiv sind, sondern auch HER2-positiv, dass man dann eine Antikörpertherapie, zum Beispiel mit Trastuzumab oder auch Trastuzumab Pertuzumab, kombiniert mit einem Aromatase-Hemmer. Das ist in Einzelfällen bei diesen zweifach positiven Patienten, die also nicht nur HER2-positiv sind, sondern auch hormonabhängig sind, immer wieder eine effektive und durchaus auch gut verträgliche Therapie. Es gibt auch erste Studienergebnisse, die zeigen, dass auch die Kombination von Antikörper, endokriner Therapie und einem CDK4/6-Inhibitor effektiv sein kann. Aber auch hier wäre ich außerhalb von Studien eher zurückhaltend. Aber als Perspektive gehe ich mal davon aus, das wird etwas sein, was wir den Patienten in absehbarer Zeit anbieten können. Jetzt muss ich leider nachfragen, wenn denn die Patientin HER2-positiv ist und Hormonrezeptoren auch noch hat, würde man denn dann auch mit CDK4/6-Inhibitor oder Hemmer beginnen? Auch das ist natürlich eine sehr gute Frage. Man würde, auch wenn es Daten gibt, die schon zeigen, dass diese Kombination tatsächlich effektiv ist, man würde außerhalb von Studien derzeit noch nicht einen CDK4/6-Inhibitor in dieser Behandlungssituation einsetzen, auch wenn die Reise da wahrscheinlich hingehen wird. Es gibt ja in Deutschland die große Studiengruppe, also die Detect-Studien. Und hier wird noch bis Ende des Jahres, also bis Ende 2022 auf jeden Fall die Detect-5-Studie laufen. Und die untersucht genau das unter Studienbedingungen. Also wenn Patientinnen wirklich in der Situation sind, dann wird dort ein CDK4/6-Inhibitor, endokrine Therapie und duale Blockade, also Trastuzumab, Pertuzumab, eingesetzt. Und da kann man ja gucken im Internet, was die Studienzentren sind. Da lohnt es sich vielleicht tatsächlich mal auch in so ein Studienzentrum zu fahren. Absolut, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Eine sehr wichtige Studie. Hier wird, wie ja bereits gesagt, die Kombination Endokrin plus CDK4/6-Inhibitor plus Antikörper gegen HER2 getestet, gegen den derzeitigen Standard beim HER2-positiven fortgeschrittenen Mammakarzinom. Das wären die Antikörper und eine Chemotherapie. Und das wird dann hoffentlich für die Patienten auch ein klares Plus an Lebensqualität bringen können. Und wie bereits angesprochen, ist es dafür Betroffene sicherlich sinnvoll, sich zu erkundigen, welche Studienzentren in der Nähe sind, weil das ist eine Möglichkeit, in so einer Situation, salopp gesagt, um eine Chemotherapie herumzukommen. Vielen Dank für den Hinweis, sehr wichtig für Patientinnen. Ich habe noch eine Frage. Es kommen ja jetzt neue SERDs auf und da laufen ja auch Studien. Kann ich mich da als Patientin auch informieren und eventuell an sowas teilnehmen? Und ist es sinnvoll oder sollte ich lieber die bisher bewährten Therapien weitermachen? Nee, absolut richtig. Orale SERDs. Bis jetzt gab es ja in dieser Medikamentenklasse das Fulvestrant, das ja seit langem zugelassen und auch immer wieder mit Erfolg eingesetzt wird. Das hat allerdings den Nachteil, es muss alle 4 Wochen intramuskulär gespritzt werden. Und das ist natürlich nicht so wahnsinnig angenehm. Mittlerweile gibt es von relativ vielen Firmen in unterschiedlichen Phasen der Studienentwicklung orale SERDs, die als Tablette gegeben werden können. Und die ersten Resultate, die wir auf den Kongressen zuletzt San Antonio gesehen hatten, haben schon einen Effekt gezeigt im Vergleich zu den konventionellen endokrinen Therapien, wenn Patienten zunächst unter CDK4/6-Inhibitoren
Progredient waren. Also wir hoffen, dass sich diese positiven ersten Signale auch in weiteren Untersuchungen bestätigen werden, dass diese Präparatenklasse dann in Richtung Zulassung geht. Und das würde natürlich das therapeutische Armamentarium für unsere Patienten deutlich erweitern. Nicht nur Effektivität, sondern eben auch ein Plus an Lebensqualität. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview und bis bald. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.